Es war jetzt fast 4 Jahre her, seitdem ich durch Schiffbruch auf die Insel verschlagen worden war. Und fast 4 Jahre lang war meine eigene Stimme die einzige menschliche Stimme, die in meine Einsamkeit drang. Nur mein Echo gab mir Antwort. Aus dem Schiffbruch hatte ich nicht viel mehr als meine nackte Haut und mein Messer gerettet. Früchte, Muscheln, Möweneier waren meine erste Nahrung, die ich roh herunterschlang, bis ich es endlich fertig brachte, ein Feuer zu machen. Ein Wildziegenkitz war das erste Lebewesen, das ich mir anschloss. Dann entdeckte ich das Wrack. Es brachte mir Pulver, Musketen, Handwerkzeug. Unermessliche Schätze für mich, der ich bisher nichts besaß. Vor allem aber brachte es mir einen Gefährten. Wir beide waren die einzigen Überlebenden der Esmeralda. Ich fing an, mir mein Leben einzurichten. Auch zur Ordnung aller Dinge war ich zurückgekehrt, zum Überblick über die Zeit. Eine Kerbe für jeden Tag, ein Kreuz für jeden Sonntag. Allmählich hatte ich begonnen, mich als Herr der Insel zu fühlen und mir manchmal überlegt, dass ich mir jeden beliebigen Titel geben könnte. Gouverneur, König oder sogar Kaiser, je nachdem, welcher mir besser gefiel. Es gab keinen Rivalen, der ihn mir streitig machen würde. Es mag sein, dass mein Haus keinen Vergleich mit den Häusern meiner Vaterstadt York oder anderen Städten aushielt, aber es war mein Haus. Ich hatte es mit meinen eigenen Händen zusammengezimmert. Eine kleine Unwahrheit ist daran, die Höhle, aus der es hauptsächlich bestand, schenkte mir die Natur. Und entdeckt hatte sie Dick. Aber die Menschen und ihre Welt blieben unerreichbar für mich. Es gibt Schriftsteller, die die Auffassung vertreten, sein erstes Abenteuer sei das mit den Windmühlenflügeln gewesen, während andere behaupten, die Ereignisse am Bergpass Lapice müsse man an den Anfang setzen. Was ich jedoch aus den Jahrbüchern der Mancha ermitteln konnte und in ihnen geschrieben fand, deutet darauf hin, dass weder das eine noch das andere richtig ist. So will ich denn auf meine Weise die Geschichte des sinnreichen Junkers beginnen, der die Mängel alles Irdischen erkannte und mit seinem Diener Sancho auszog, um sie zu verbessern, wodurch er unsterblichen Ruhm gewann. Besagter Junker lebte vor nicht allzu langer Zeit in einem Ort der Mancha, dessen Name nicht mit Sicherheit feststeht. Vieles spricht jedoch dafür, dass es Argamasilla gewesen ist. Sie hat meinen Namen ausgesprochen. Ja. Hast du ihr meinen Brief gegeben? Ja, gnädiger Herr, und sie wird euch antworten. Ostern oder Pfingsten. Ach, sie ist ja so schön. Ach, eine Traumprinzessin mit Haaren, Augen, einem Hals. Himmlische Güte, da geht die Sonne auf zum schönsten Tag meines Lebens.
Hörst du? Alle Vögel des Waldes besingen zusammen mein Glück und meine Seligkeit. Sancho, welche Taten werde ich jetzt vollbringen, um Dulcinea meine Leidenschaft zu beweisen? Ach Herr, die zweifelt sicher nicht. Möge es der verwegenste und abgefeimteste Ritter heute nur wagen, sich mir in den Weg zu stellen. Ich gebe nicht viel für sein Leben. Ja, es geht schon wieder los. Jetzt habt ihr die Vögel erschreckt. Dulcinea hat meine Stimme vernommen und will mich beim Wort nehmen, die Grausame. Hörst du? Hörst du nichts? Nein. Halt! Jesus Maria. Wer du auch seist, edler Ritter, wisse, dass ich aus Liebe zu der unvergleichlichen Chalcidea, deren Sklave mein Herz ist, alle die besiegt habe, die zu bestreiten wagten, dass meine Dame alle Prinzessinnen der Welt an Schönheit übertrifft. Aber der Sieg, der mich am meisten ehrt, ist der, dass ich den tapfersten und gefürchtetsten unserer Krieger, den berühmten Don Quixote von der Mancha, gezwungen habe zu bekennen, dass seine Dulcinea nicht würdig ist, mit der unvergleichlichen Casildea um die Palme der Schönheit zu streiten. Señor! Ich will nicht bezweifeln, dass ihr viele spanische Ritter besiegt habt. Aber ich habe guten Grund, euch zu versichern, dass der berühmte Don Quixote nicht zu euren Trophäen gehört. Das ist nicht wahr. Don Quixote steht hier vor euch und er ist bereit, euch eines Besseren zu belehren. Sei es zu Fuß, sei es zu Pferd. Jetzt musst du mir helfen, mein Tierchen. Bin ich noch besoffen? Es sei. Die aufgehende Sonne soll unseren Kampf beleuchten. Aber ich mache ausdrücklich zur Bedingung, dass sich der Besiegte dem Willen des Siegers unterwirft. Das entspricht den Gebräuchen der Ritterschaft. Ich hätte diese Bedingungen auch diktiert. Es lebe Dulcinea! Es! Erinnert euch an das gegebene Wort, Herr. Lieber Herr. Sancho! Komm und überzeuge dich, welchen Streich mir wieder einmal die Zauberer spielen. Der Herr Baccalaureus Carrasco. Ja, sie sind sehr mächtig. Aber mit all ihren Listen werden sie diesmal nicht das letzte Wort behalten. Gnade, nicht Herr. Doch. Gnade. Ruhe jetzt! Ritter, ihr werdet sterben, wenn ihr nicht bekennt, dass Dulcineas Schönheit der eurer Dame überlegen ist. Ich gestehe. Er gesteht. Und wenn ihr nicht versprecht, direkt nach Toboso zu gehen und euch dem Belieben jener hochgeborenen Dame auszuliefern. Ich verspreche alles, was ihr wollt. Das ist noch nicht alles. Gesteht, dass der Ritter, den ihr besiegt habt, nicht Don Quixote sein konnte. Ja, gnädiger Herr. Ebenso wie ihr zugebt, dass ihr nicht der Baccalaureus Carrasco sein könnt. Ich gestehe. Ich glaube, ich gebe alles zu, was ihr wollt. Aber einen guten Geistern gibt mir die Hand und geruht, mir beim Aufstehen zu helfen. Es ist gut, mein Herr. Es sei euch Gnade gewährt. Was mich betrifft, so will ich einen Augenblick innere Einkehr halten und diese neue Tat meiner Dulcinea weihen. Sancho, du hältst diesem edlen und unglücklichen Ritter den Steigbügel. Gott sei mit euch! Thank you.
als wir nach beinahe 4 Monaten auf See die Schatzinsel erreichten, hätten wir eigentlich glücklich sein müssen, nach so langer Zeit endlich wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Aber wie die Dinge nun einmal lagen, bewegten uns nur sorgenvolle Gedanken. Der von den folgenden Ereignissen mit geringfügigen Ausnahmen wieder als Augenzeuge berichten kann. Britische Flagge, das sind unsere. Nein. Der Doktor, der Friedensrichter, der Captain und die anderen. Nein, nein, das ist er, sage ich dir. Silver, der will uns nur ranlocken. Mir kann der nichts vormachen, das ist eine Falle. Jim! Ich sag dir, das ist Silver. Er ist im Blockhaus. Die Flagge hat er nur gehisst, weil er uns beide rankriegen will. Ben Gunn hat Grütze im Kopf. Nicht mit einer Gallone rum kriegt er mich dahin. Hör zu! Wenn einer Ben Gunn sucht, so weißt du ja, wo er ist. Da, wo du ihn heute getroffen hast. Und wenn einer Rat braucht von Ben Gunn, wenn einer Hilfe von Ben Gunn braucht, muss er ein weißes Tuch in der Hand haben. Verstehst du? Ein weißes Tuch. Und allein muss er auch sein. Allein. Und wenn einer fragt, warum, so sagst du, weil's Ben Gunn so haben will. Weil Ben Gunn seine Gründe hat, sagst du, wenn er das so will. Und überhaupt, weil er der Ben Gunn Grütze im Kopf hat. Ja, ja. Ja, lauf nur, Jim. Genau das bezweifelte ich, dass er Grütze im Kopf hatte, aber ich war auf ihn angewiesen. Er kannte die Insel, ich nicht. Nicht zum Blockhaus, zum Schiff, lauf zu! Du musst rennen, zum Schiff! Und wenn einer Ben Gunn braucht, ja, ja. Du verstehst mich schon, ja. Ich war ganz sicher, dass ich bei dem armen Kerl hier in der Einsamkeit ein Sparren gelockert hatte. Ja. Ihr werdet ihn brauchen, den Ben Gunn. Ja, ja, den braucht ihr. Ben Gunn hat Grütze im Kopf. Sag das deinem Mister. Grütze, verstehst ja, du? Ja, ich sag ihm ja alles. Ja. Wo ich dich getroffen habe, kann er dich auch finden. Weißes Tuch, allein kann ich jetzt weiter. Habe ich dir vielleicht schon die Zeit gesagt? Wie soll er mich denn treffen, wenn er gar nicht weiß, wann? Also wann? Wann? Ich sag ihm deinem Mister von Mittag an bis 6 Glasen. Verstanden. Wiederhol's. Von Mittag an bis 6 Glasen. Von Mittag an bis 6 Glasen. Ja, gut. Gut so. Jetzt kannst du gehen. Lauf! Nach ein paar Yards merkte ich, dass er mich zum Ankerplatz der Hispaniola gebracht hatte. Das Zeug muss rüber. Los, los, Harry, beweg dich. Ja, ja, wir machen ja schon. Hier, Dirk, was damit an? Da drüben liegt auch noch ein ganzer Haufen. Ihr wisst ja, worum es geht. Reißt euch zusammen. Wenn ihr euch nicht beeilt, ist der Rest verloren. In 10 Minuten läuft die Flut auf. Aber weiter da drüben, Harry. Ah, da. Los, beeilt euch. Wollt ihr wohl aufhören, ihr hirnverbrannten Knallköpfe? Aufhören! Hab volle Rumbuddel am Hals gehabt. Jetzt begriff ich überhaupt nichts mehr. Waren der Doktor, der Friedensrichter, der Kapitän, waren meine Freunde von Silvers Leuten überwältigt worden? Ja, blöden Name. Und alle waren jetzt mit Musketen bewaffnet. Ich zweifelte nicht mehr daran, dass Ben Gunn Unsinn geredet hatte. Meine Freunde befanden sich im Blockhaus. Du machst dich weiter auf die...
Sie, Entermesser! Zwei Mann auf die Südseite! Zweimal wöchentlich kam ein billiges kleines Paketboot stromaufwärts von St. Louis und ein anderes aus der Gegenrichtung, aus Keokuk, und legte bei unserem Städtchen an. Vorher und nachher herrschten Öde und Leere in diesem Winkel der Welt am westlichen Ufer des Mississippi. Noch heute, nach all den Jahren, sehe ich das genauso vor mir wie damals. Es ist die Paul Jones! Die Paul Jones! Das Dampfboot kommt auf die Leiter! Die Paul Jones, ein reichlich alter und wackeliger Kasten, war frisch gestrichen worden und zeigte sich uns seitdem zum ersten Mal. Für uns in unserer Weltabgeschiedenheit Ereignis genug. Die Qualmerei war ein billiges Schauspiel, das die Heizer kurz vor Anlaufen eines Halteplatzes mit ein paar Kloben Pechtanne zu Wege brachten. Aber es wirkte immer wieder stattlich und verfehlte nie seine Wirkung. Komm! Ihre Brille war mehr ein Paradestück als ein Zweckgegenstand. Zum Durchschauen war sie ebenso nützlich wie ein paar Heerdringe. Meistens hingen sie ihr auf der Nase oder sie schob sie auf die Stirn, was auch völlig genügte, um nach einem so unbedeutenden Gegenstand wie einem Jungen Ausschau zu halten. Na, sowas. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst das Holz im Schuppen aufstapeln? Wahrscheinlich willst du mir jetzt erzählen, du hast es im Schrank aufgestapelt. Nein, Tante Polly. Oh, ich weiß schon, was dir im Kopf steckt. Man riecht ja förmlich, was du denkst. Du willst dich drücken. Du wirst runter zum Landeplatz. Die Paul Jones ist frisch gestrichen worden. Und wenn sie 100-mal frisch gestrichen worden ist, hier kommst du mir nicht raus. Tante, ich... Ja, rumtreiben, Dampfboote angaffen. Das könnte dir so passen. Ich werde dir schon beibringen, dass man nicht nur so einen Tag hineinleben kann. Jeder muss lernen, sich nützlich zu machen. Auch für dich gibt's da keine Ausnahme. Pass auf, hinter dir ist eine Maus! Wir Jungen am Mississippi hatten alle nur den einen beständigen Wunsch, wir wollten ein Dampfbootmann werden. Natürlich zogen wir gelegentlich auch in Erwägung, als Clown zum Zirkus zu gehen.
Oder wir verstiegen uns sogar zur kühnen Hoffnung, der liebe Gott würde uns, falls wir immer im Spaß blieben, Seeräuber werden lassen. Aber alle diese Träume verblassten wieder. Nur der Wunsch, es eines Tages zum Dampfbootmann zu bringen, blieb fest in unseren Herzen verankert. Und einer von uns war Tom. Wie die meisten von uns hatte auch Tom eine Zeit lang Kabinenboy werden wollen, damit er beim Anlegen des Schiffes ein Tischtuch über die Reling ausschütteln und sich von seinen Kameraden bewundern und beneiden lassen könnte. Später hielt er die Tätigkeit des Matrosen, der das Schiff mit dem Tau am Poller festlegte, für erstrebenswerter, denn der fiel noch mehr auf. Am Ende wagte er, in seinen Träumen natürlich, den Griff nach den Sternen. Sein Vorbild wurde Mr. Bixby. Mr. Bixby, als Lotse der wichtigste Mann auf dem Schiff, viel wichtiger noch als der Kapitän, geruhte mitunter persönlich, das Landekommando zu übernehmen. Wovor, habe ich gesagt? Steht zurück, 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 habe ich gesagt. Sitzt ihr mit euren Hintern auf den Ohren, halt! Na und du, wo bist du denn hin mit deinem Fass? Kannst wohl nicht abwarten, was? Au ab, du Missgeburt aus Sumpfschildkröte und Leichengaul! Was ist denn jetzt schon wieder los, verdammte Schweinerei? Ein Handspaken! Da hol mir doch mal einen Handspaken! Tom hielt seine Sternstunde für gekommen. Sagen Sie mir, wo das Ding ist und ich werde es ihn holen. Er hatte es erreicht. Er stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und wartete nur darauf, dass alles im nächsten Augenblick in Beifall ausbrechen würde. Nun, hör sich das einer an. Da bleibt einem doch glatt die Spucke weg. William, sag dem verflixten Lümmel, er soll sich zum Teufel scheren. Natürlich bin ich ziemlich gerührt, wenn ich heute an die Städte meiner Kindheit denke und an all die Leute, die damals den Landeplatz bevölkerten, nur um die gute alte Paul Jones zu begaffen. Viele von ihnen, so ist nun mal der Lauf der Dinge, werden jetzt schon den Himmel bevölkern. Manche, nun, ich nehme stark an, einen anderen Ort. So schlich er sich von dannen und suchte den Freund. Hallo, Tom. Was machst denn du hier? Mich spucke. Mensch, hast du's gut. Du kannst machen, was du willst und brauchst nicht nützlich zu sein. Nö. Stört dich vielleicht einer, wenn du spuckst? Nö. Bei gutem Wetter schläfst du einfach unter einem Baum. Und wenn's regnet, kriegst du ein leeres Fass. Du brauchst nicht in die Schule zu gehen, nicht in die Kirche. Du kannst angeln, schwimmen, wann du willst. Nicht rumprügeln, wann du willst. Und kannst so lange aufbleiben, wie es dir Spaß macht. Ich wollte, ich hätte auch einen Vater, der ein Säufer ist und sich nicht um mich kümmert. Ach, nicht so übel, der Alte, weißt du? Die Aussprache mit dem Freund hatte Tom sehr erfrischt. Es bedrückte ihn kein bisschen, dass der Lehrer, Mr. Dobbins, den Umgang mit Huckleberry Finn streng untersagt hatte, weil der junge Dorfparia nicht einmal ein Dach über dem Kopf besaß.